Einen wunderschönen verschneiten guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Der Mike ist auch noch am Start. Hallo. Ich habe jetzt mal hier, wo ich gerade bin, das Ei mitgenommen. Weil ich habe ein bisschen Platz und ne? Die Eier sind ja durchaus schöne Dekoration. Also das Ei, was du da gerade hast, bei dir da hattest. Ja. Also wegen der Markierung sage ich dir das, ne? Ja, ich hab sie jetzt. Ja, Mike und ich sind hier noch im Schneebiom unterwegs, aus dem einfachen Grund, dass wir Dings holen, Sprossdrüsen für Pfeile, für den Jagdloot und ja. Das war's eigentlich auch schon. Ich meine, ich hätte noch ein bisschen gern hier Dings. Ne? Gutes Dings. Ah! Wenn man vom Teufel spricht! Fenring H hätte ich gern. Und da kommt es schon angesprungen. Ja, komm ran jetzt. Ja. Hallo. Entschuldigung. Ja, du machst weniger Schaden als ein Kobold. Ich glaube nicht, dass wir hier Probleme kriegen. Was ist jetzt da runtergerutscht? Wie, ich habe nur einen Wolfszahn bekommen. Ich will auch Haare haben. Ach, das ist doch. Weil die Haare wären insofern geil natürlich, dass wir uns aus denen einen Feuerresistenzmantel machen können. Und das wäre durchaus praktisch, glaube ich, gegen den Jagdlut. Aber wir probieren es wie immer erstmal so wahrscheinlich, daher. Nenn ich meistens immer am Nest 3 Drachen. Normal schon, ja. Oh, da ist noch ein Fan drin. Hallo! Hallo, würdest du bitte nicht an mir vorbeispringen? Ja, du machst Schaden, ich sehe es ein. Aber ich mache auch Schaden, das musst du auch einsehen. Ich habe eine Trophäe von ihm bekommen. Ich möchte doch keine Trophäe, ich möchte doch eigentlich einfach nur... Einfach nur Stings haben. Ja, von ihm. Ich kann leider keins mitnehmen, sonst würde ich noch eins mitnehmen. Kann es sein, dass der Fenring an sich gar keine Haare droppt? Kann sein. Wie viele Drüsen hast du gerade? Ich habe ganze 3 Stück. Und dann haben wir 16 insgesamt. Da vorne ist noch ein Drache da oben. 17. Hallo Nummer 17. Oh, das war hart daneben, aber ist gut, weil das heißt, er kommt näher. Ist weg. Nee. Nicht? Lol. Du hast volle Kanne auf den Stein getroffen. Der stand bei mir sogar zu stabil. Jetzt gedacht, ist er weg. Jetzt ist er weg, ja. Ja. Hat der Mike Hallo zu den Asianas? Ja, dude, das kostet uns einen Eimer Frostpfeil. Eine Drüse, oder? Ja, eine. Und wir kriegen 20 Pfeile wahrscheinlich raus. Ja. Das heißt, 200 Pfeile, 17 haben wir? Ich habe jetzt 14 einstecken. Du hast 14, ich habe 3, das heißt, wir haben 17. Das heißt, wir können 340 Pfeile machen. Ich wage zu behaupten, dass 340 Pfeile unter Umständen reichen könnten. Unter Umständen? Letztes Mal haben wir ja auch brutal viel zu viele Pfeile gemacht eigentlich. Ah ne, das war beim Fettsack. Bei der Drachenmutter weiß ich gar nicht mehr. Deswegen, ich würde fast sagen, lass uns nach Hause gehen. Lass uns vielleicht noch 2, 3 Lokspasteten oder so herstellen. Und dann probieren wir es einfach mal aus. Okay. Entweder es klappt oder wir kriegen wieder Hardcore aufs Maul. Und dann wissen wir, okay, wir brauchen mehr. Jill, könntet ihr bitte nicht den Mike verprügeln? Ist illegal. Wir müssen andersrum laufen. Andersrum ist kürzer. Wir können ja auch einmal geradeaus durchlaufen. Ist ja nicht so, als hätten wir ein Sterberisiko oder so hier. Es hat aufgehört zu schneien. Ich hab Fettsack noch, ne? Ja, also.
Ich meine das auch ernst. Also ich meine, ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, weil sonst, wenn es nicht... Wenn nicht eine Jagd kommt, ne? So eine Jagd. Aber ich glaube, hier ist einfach nichts, was uns gefährlich werden kann in der Form. Ich glaube, ich war am Anfang noch, wo uns so ein Wolf fast gewone-shottet hat. Ja, oder uns einfach gewone-shottet hat. Nee, er hat meistens immer nur zwei Bisse gebraucht. Beim ersten hat er uns fast ausgenockt. Ja. Uns taumeln gebracht. Und dann ich weiß noch, wie oft wir einfach vor denen weggerannt sind mit Rollen und jedes Mal uns gefreut hat, wenn wir einen Biss rechts hier hinter dem Berg. Oh, hallo Steingolem. Autsch. Geh weg. So viel zum Thema. Hier ist nichts, was bedrohlich ist. Ohne Ausdauer ist alles bedrohlich. Richtig. Das ist der eigene Fettsack, ne? Oder, Ich hab keinen mehr, ne? Ich kann keinen Fettsack aktivieren. Also entweder wartest du kurz, bis ich ausdauerhaft bei dir bin. Dann können wir einen Spitzhacke nehmen. Mensch. Hast du Fettsack aktiviert schon, oder? Ja, hab ich schon. Ja gut, dann lasse ich dich und guck einfach nur, dass kein Wolf oder so kommt. Weil ich hab ihn nicht aktiviert und, ja, ein bisschen Dings draufschießen, Pfeile draufschießen. Macht immerhin 30 Schaden. Meine machen 15. Na, ja, jetzt haben sie. Wow! Oh, gut, jetzt habe ich 20 Schaden nur gemacht. Mensch, hör doch auf, immer so gut zu treffen, Alter, du scheiß Viech. Und mit aktiviertem Fettsack solltest du eigentlich nur so 7 Schaden oder so bekommen von ihm. Ja, mit 39 HP. Ja, gut, das ist. Nicht so gut. Nee. Weißt du was? Ist jetzt mit? Zieh noch mal an ihm. Ja, warte, Ausdauer. Ich hab nicht getroffen. Siehst du, warte. Ich glaube, er macht nämlich nichts während er. Oh, doch, er schlägt auch während er gezogen wird. Never mind. Ja, Scheiße, ich hab jetzt einen Drachen bei mir. Lass uns einfach gehen, würde ich sagen. Ja, warte. Ich sehe gerade nichts. Oh, es wird hell. Das ist schon mal gut. Oh, getroffen. Nice. Oh, nochmal getroffen. Nice. Hallo, hören Sie auf, mich zu verfolgen. Böser Junge. Böser Steingolem. Ich lass dich in Ruhe, du lass mich in Ruhe. Deal. Okay. Der Steingolem und ich haben einen Deal gemacht. Wir sind jetzt Dealer. Bisschen Street Credibility. Kaum ist hier ein neuer Tag, fängt es halt schon wieder an zu schneien. Man sieht wieder noch weniger. Wahrscheinlich doch außen rumlaufen sollen, das wäre schneller gewesen. Von Stein zu Stein hier hochhopsen. Alter. Da oben, ne? Also jetzt nicht mehr da oben, aber eben noch da oben. Da guckt ja diese Baumspitze drüber. Ich habe gerade gedacht, da kommt eine Drachenmutter oder so. Ich hatte mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich ja gestehen. Man sieht halt einfach nichts. Ist einfach alles weiß. Wir müssen darum. Da müsste das Schutzgebiet kommen. Also das Portal. Also ich habe jetzt 15 Drüsen. Ich bin immer noch bei 3. Dann gib mir gleich mal die Drüsen und dann mal ein paar Pfeile. So machen wir das.
So, machen wir das. Oh, schöne Aussicht, schöne Aussicht. Muss man ja auch mal genießen und appreciaten, ja? Das hab ich denn jetzt auch immer so wenig, deswegen. Hast du genug gegessen? Wenn das Brot nur auf Hälfte ist, hat man auch nur noch Hälfte Ausdauer. Ja, das sinkt ja langsam. Ja, auch fuck. Wolf, ich muss Ausdauer regenerieren. Warte mal kurz, Spielpause. Spielpause. Ja, jetzt bist du tot, wa? Ja, hat er sich nicht an die Spielpause gehalten, da muss er die Konsequenzen auch spüren. Das ist ja ganz klar. Mhm. Ganz klare Sache. Ich meine, da würde man jetzt sagen, der ein oder andere, das wäre ein bisschen hart gewesen, aber man muss auch Konsequenzen aufzeigen, so ein Wolf. Ja. Auch wenn die unter Umständen tödlich sind. Hui! Ich hätte eigentlich so die Hoffnung, dass ich jetzt nochmal einen Drachen treffe oder so, aber irgendwie. Mensch, Wolf, halt dein Schnut. Nein, ich möchte nicht. Och nö, ich will's verarschen, schon wieder ein Golem. Einfach weiterlaufen. Einfach ignorieren und weiterlaufen. Ja, hier sind noch zwei Drachen, die ich gerne mitnehmen wollen würde. Ach so? Na hier, Drachen. Das gute Wolf-Zeh im Loch hier. Ein Wildschwein. Kann ich es mitnehmen? Ja, das fällt nicht. Ja, dann lassen wir es auch mal. Kommst du hier hoch? Ah, du kommst hier nicht hoch. Oh, jetzt hat der Drache mich gesehen. Für instant Regen, ja. Kommt mal hier ins Grasland zurück, regnet es erstmal. Mensch, Drache. Jetzt hört er auf, überall hier runter. Ja, das ist auch eine scheiß Position hier, wo ich hier bin. Wow, so schlecht. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ja, bettel du dich mal mit dem Steingolem. Ich hol mir die Schilddrüse von deinem Freund. So muss das. Das heißt, wir haben sogar 400 Pfeile, wenn du die beiden Drachen da mitnimmst. Ja, ist ja grandios. Ich laufe derweil mal nach Hause, damit ich das Drachenei mitnehmen kann. Aus Dekorationsgründen. Musst du in dem Moment runterfliegen? Ja! Habe ich nicht getroffen. So, da ist unser Jagdblut und da ist das Portal. Das heißt, das Portal werden wir auch hier rüberstellen müssen oder so. Aber ich bin einfach mittlerweile in ein Haus reingelaufen. Das ist natürlich produktiv. Und tot. Sehr schön. Schön aus der Luft gesniped. Piu, 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 piu. Ich habe jetzt 17 Drüsen. Ja, ich habe 3, ne? 20, also haben wir jetzt insgesamt. Jo, 400 Pfeile, let's go. Jetzt let's go, Junge. Ich glaube, jeder hat dann 200. Korrekt. Nein, ich habe 400 und du hast keinen. Hallo. Hallo. Dann würde ich auch fast sagen, wir probieren einfach mal aus, ob wir ihn mit den Pfeilen, also, das machen können. Und vielleicht so einen Stich im Nahkampf am Ende? Ich weiß nicht. Ja. Ja, Hirsch, keine Zeit für dich, sei froh. Mensch, Steingolem, hau doch ab hier, ey. Lauf ihn die ganze Zeit lang, mein ganzer Bildschirm fängt an zu wackeln, nur weil der hinter mir her ist. Stampf, 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 stampf. Ja. Abkürzung nehme ich, kann einfach hier kurz durchs Portal hüpfen bei dem Kreis, dann muss ich nicht so weit laufen. Ach ja. Blaubeeren. Kann man Blaubeeren eigentlich auch anpflanzen? Nicht, dass ich wüsste. Also sowohl Blaubeeren als auch Himbeeren. Ach, ich bin dumm. Echt? Ja. Ich bin gerade zu den Kräften gegangen, weil ich dachte, kannst du schnell durchs Portal hüpfen. Aber nein, ich habe ja ein Ei dabei. Das ist ja überhaupt der Grund, warum ich laufe.
Also sowohl Himbeeren als auch Blaubeeren wüsste ich nicht, dass man sie anpflanzen kann. Fände ich persönlich aber ziemlich cool. Alter, was für ein Dreckswetter hier. Ja. Nein, nixe, keine Zeit für dich. Da holst du mich wieder ein. Immer so ein bisschen Gas geben. Hä? Wir Pfeile machen, was ist? Mein Inventar ist voll. Ach, bist du schon zu Hause? Ja. Ich bin schon zu Hause. Bin schon am Pfeile craften. Sehr schön. Ich bring dir gleich 3 Frostdrüsen und 16 Obsidian. Obsidian! Kann, ja, geil. Ich brauche nochmal 10 Federn. Ich habe hier 3 Stück produziert. Oh, 30 sind noch drin. Okay, dann. Dann brauchst du meine 3 nicht, die hier rumliegen. Ich kann sie nämlich nicht aufheben. Ach, Holz fehlt. Achso. Das Jude-Jolz fehlt. Das Jude-Jolz. Ja, muss da schön mal ein Bäumchen fällen, ne? Und dann kannst du schön Pfeil schnitzen aus den Baumstämmen. Ist gar kein Problem. Nimmst du einen 2,50 Meter Baumstamm mit 30 cm Durchmesser. Frostdrüsen und das hier. Upp. Ist kräulig. Das ist ja schon mal 200. Mir fehlt schon wieder Holz. Ich hab's Gefühl, du bräuchtest Holz. Echt? Hm. Woher du nur das weißt? Ich weiß auch nicht. Ist so ein Gefühl. Ja. Hast du schon den neuen Teaser für Transformers gesehen? Nope. Aber ich muss auch gestehen, dass ich glaube ich die letzten, weiß nicht, 2, 3 Transformer nicht gesehen habe. Mal nachholen. Ja, ich weiß nicht. Sind die so gut? Ja. Also ich meins, ich sollte mal nachholen. Sollte mal reinschnuppern. Okay, aber muss ich da vielleicht mal reinschnuppern. Okay, ich mit meinem Schnupperer da auf Schnupperkurs. So, ungebackene Lachspastete. Geh doch da hoch. So. Mehr Mehl gibt es gerade nicht. Nehmen wir mal die. Oh, wir haben gar keine 2 Roten mehr da drin. Ich dachte, wir hätten noch 2 Rohe da drin, aber wir hatten keine 2 Roten mehr da drin. Das heißt, wenn wir keine 2 Roten da drin haben, gibt es auch keine 2 Roten, die wir verwenden können. So schaut es nämlich aus. Quietsch. Quietsch? Quietsch. Quietsch. So, die backen, das heißt, ich kann ganz schnell den Flug wegbringen. Was backt? Die Loks Pasteten. Die backen gerade ganz gemütlich vor sich hin. Hier. Oh! Oh! Kuchen! Perfekt, du hast schon 2 aufgesammelt. Guck mal gerade hier rein, bitte. In die Truhe, wo ich gerade stehe.
Besser ein wenig Essen für dich. Also für den Kampf dann halt, ne? Nicht dieses unnütze Essen, was wir davor immer hatten. Wenn wir noch auf die zwei Loks-Pasteten warten, dann würde ich sagen, sollten wir aufbrechen. Mal kurz alles reparieren. Das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Vielleicht sollten wir das Silberschwert noch mitnehmen, was meinst du? Können wir machen. Mhm. Den Frostner habe ich gar nicht. Unter dem Stachelschwein direkt? Nee, habe ich nicht. Hattest du Ymir Fleisch schon in der Hand? Glaube. Ich glaube auch, ich meine, das hast du ja geholt und damit den Dings gebaut, oder? Den Zerstörer. Wie viele Loks-Pasteten hast denn du? Warte. 4. Mhm, dann komm mal kurz her, dann kriegst du noch 2. Und dann haben wir von allem gleich viel, außer von den Schlangen, da habe ich eine mehr. Ja, da habe ich 3. Ich habe 4, deswegen. Hallo Wolf, kannst du mal aufhören, mich beiseite zu schieben? Beiseite, ich bin der Wolf. Aber gut, die Folge ist vorbei. Dementsprechend sag ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Nächste Folge geht's dann zum Jagdloot und ja, gucken wir mal, was das wird. Ja. Bleib gesund, hau rein und bye bye.